Ja, seit Jahren wird davor gewarnt und in diesem Sommer scheint es offensichtlich soweit zu sein. Die Tropenkrankheit mit dem Namen West-Nil-Virus hat wohl den Sprung über die Alpen geschafft. In den letzten Wochen hat das Virus mehr als 800 Menschen in Südeuropa befallen und mehr als 70 von ihnen getötet. Derzeit untersuchen noch Experten und Expertinnen Mücken, um genau diesen Verdacht zu erhärten, wie den West-Nil-Viren wohl die Ausbreitung gelang und wie gefährlich sie wirklich sind, erfahrt ihr jetzt bei Klicks und Science and Fiction. Hier gibt es täglich neue Science-Videos. Abonniert den Channel. Sehr gerne. Herzlich willkommen. Das Virus wurde 1937 erstmals in Uganda entdeckt. Seit Jahren kursieren die Viren bereits südlich der Alpen. In diesem Jahr haben sie beispielsweise in Kroatien und Südfrankreich neue Gebiete erobert. Dafür liegen handfeste Nachweise vor. Auch in den USA ist das Virus mittlerweile verbreitet. Und dass es nach Deutschland kommt, war wohl nur eine Frage der Zeit. Der außergewöhnlich warme Sommer mit der lang anhaltenden Hitze hat wohl seinen Teil dazu beigetragen, dass sich die Erreger in dieser Saison so massiv ausbreiten konnten. Als Überträger der West-Nil-Viren kommen einige heimische Arten von Mücken in Frage. Und diese haben in diesem Jahr nicht nur besonders früh angefangen, Blut zu saugen, sondern auch besonders viele Europäer befallen. Den Hinweis darauf, dass sich das Virus auch in Deutschland ausbreitet, kommt aus Halle an der Saar. Dort war ein Bartkauz gestorben, weil er eben genau diesem Virus erlag. Expertenteams wollen jetzt natürlich ganz genau wissen, woher der Erreger kam, der die Eule getötet hat. Mückenfallen wurden aufgestellt und die gefangenen Blutsauger in einem Labor des Friedrich-Löffler-Instituts untersucht. Insgesamt gibt es jetzt bundesweit 3 Nachweise von West-Nil-Fieber bei Vögeln, 2 davon in Sachsen-Anhalt. Beunruhigt sind die Seuchenteams, weil der Erreger auch auf Menschen übertragbar ist und eben bisher in Deutschland nicht heimisch war. Laut Robert-Koch-Institut gibt es bisher aber keine Informationen über menschliche Erkrankungsfälle an West-Nil-Fieber in dieser Region. Das könnte aber auch an mangelnden Untersuchungen liegen. Bei Menschen führt die Tropenkrankheit jedenfalls zu Erbrechen, Kopfschmerzen und Fieber. In den meisten Fällen fühlt sie sich also wie eine gewöhnliche Sommergrippe an. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO gibt es bei nur einem von 150 Infizierten schwere Komplikationen. Diese können dann aber auch zum Tod führen. Doch klar ist auch, frühere Ausbrüche können nicht wirklich zum Vergleich dienen. Dazu Christina Koch vom Robert-Koch-Institut. Das West-Nil-Virus ist stark unterdiagnostiziert. Heißt also im Klartext, weil die Symptome der Tropenkrankheit denen der Sommergrippe so ähnlich sind, kommen viele Ärzteteams gar nicht darauf, nach diesen Erregern zu suchen. Das passiert meist erst, wenn besonders viele Vögel oder Tiere in der Region an dem Virus verenden und so ein Anfangsverdacht gegeben ist. Bisher gibt es weder Impfungen noch Medikamente, die helfen können. Als Schutz gibt es chemische Abwehrmittel oder eben lange Kleidung, die nackte Haut verdeckt. Die meisten der Mückenarten, die das West-Nil-Virus übertragen, stechen übrigens nicht nur in der Dunkelheit, sondern den ganzen Tag über. Fest steht aber, die Ansteckung läuft wohl über Mücken und nicht durch den Kontakt mit Vögeln. Die infizierten Mücken sind höchstwahrscheinlich mit Lastwagen oder mit Güterzügen mit nach Deutschland eingeschleppt worden. Jetzt wird darüber diskutiert, ob Blutspendendienste auch auf dieses Virus testen sollen. Dies ist bislang nämlich nicht in allen Bundesländern der Fall. Und wenn ihr zu diesem und zu allen anderen Themen kein Video mehr verpassen wollt, dann habe ich am Ende des Videos einen Trick für euch. Jetzt aber unser hochgestecktes Ziel. Keine Werbung mehr auf Klicksum. Wir haben ja schon angefangen, immer mehr Videos sind werbefrei, dank eurer Hilfe. Immer, wenn wir entsprechend viele Kanalmitglieder gewonnen haben, schalten wir die Werbung vor einem Video ab. Werdet also Mitglied, hier unter dem Video draufklicken oder auf den Link in der Videobeschreibung klicken. Und ihr bekommt noch exklusive Extra-Videos, Livestreams und noch ein paar weitere Privilegien für einen kleinen Beitrag. Und jetzt der Trick, wenn ihr immer garantiert über aktuelle Videos informiert werden wollt, dann addet mich bei WhatsApp. Nur da bekommt ihr das aktuelle Video deutlich vor allen anderen von mir persönlich auf euer Handy. Einfach hier draufklicken und darunter geht es weiter mit, dafür auch draufklicken, erfolglose Impfungen, Viren werden zu gnadenlosen Killern. Bis dann. Bleibt dran.